Hallo alle miteinander auf dem Fahrradkanal. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ja, es ist heute ein Freitag. Datum habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. Rentner halt. heute soll es so um die 20 Grad werden. Also mal wieder ein schöner Tag, um eine schöne Radtour zu machen. Natürlich. Ja, ich bin auch hier gerade unterwegs auf der, das nennt sich im Ruhrgebiet die A40 oder auch Ruhrschnellweg. War früher mal die A40 Baustelle. War früher mal die B1, also eine Bundesstraße. Irgendwann ist das Ding wohl mal zu einer Autobahn geworden. Warum auch immer. Ja, zu meinem Ziel muss ich sagen, das ist heute in Dortmund. Und zwar, so viel kann ich verraten, das ist der Phoenixsee. Der Phoenixsee in Dortmund. Das wurde 2010, war es glaube ich, nach 5 Jahren Bauzeit, wurde dieser See gebaut oder ist entstanden auf einem ehemaligen Stahlwerk von Thyssen, war es glaube ich. Ja, und jetzt ist es ein fantastisches Naherholungsgebiet, wenn man so will, von Dortmund. Okay, ich werde sicher noch eine Karte einblenden und einiges mehr dann vom PC-Schneidetisch aus erzählen, damit ich hier auch keinen Quatsch erzähle. Wie gesagt, ich werde jetzt wohl, schätze ich mal, in 10 Minuten, 15 Minuten wohl an meinem Zielort sein, am Phoenixsee, da parke ich und von da aus starte ich dann meine Tour. Also, ich würde sagen, bis nachher mal, winke, winke. Hallo alle miteinander auf dem Fahrradkanal. Es ist heute Freitag, der 18. Oktober. Wie ihr hier im Hintergrund sicher schon bemerkt habt, sieht man einen See und ein bisschen Häuser an der anderen Uferseite. Ja, ich bin jetzt hier, wie gesagt, in Dortmund am Phoenixsee. Der befindet sich jetzt hier hinter mir. Der sieht ziemlich glatt und spiegelig aus, also es ist sehr windstill heute. Heute, Freitag, der 18. Oktober, soll ein sehr schöner, warmer Tag sein, sehr windstill. Darum habe ich die Gelegenheit nochmal genutzt und mache hier heute einen Ausflug. Ja, der Phoenixsee ist, Phoenix aus der Asche, könnte man sagen. Oder vielleicht haben die Namensgeber dabei an diese Geschichte gedacht, weil dieses Gelände eigentlich mal früher zu Thyssen und ein Stahlwerk hier drauf war, so heißt es im Internet. Und 5 Jahre haben die Bauzeit gedauert, bis dieser See hier so weit fertig war, dass man eben im Oktober 2010 füllbereit hatte. Ja, wie gesagt, heute mache ich hier eine, ja, nicht allzu große Runde von roundabout knapp 30 Kilometer. Es geht hier, wie gesagt, am Phoenixsee los. Geht dann so Richtung Emscher Fluss aufwärts. Beziehungsweise später fahre ich an der Emscher Fluss abwärts zurück von Holzwickedem. Vorher fahre ich aber hier von hier aus noch eine Bahntrasse. Es gibt also einige Bahntrassen, auf denen ich unterwegs sein werde. Und ja, ihr dürft also gespannt sein. Und unterwegs werde ich also noch ein paar Sachen testen. Ich komme mal näher ran. Ich hoffe, dass ich nicht zu nah bin. Ich habe hier auf dem Arm eine neue Tasche. Tasche ist gut. So ein Hüftgürtel. Und da kann man eine Stange hinten dran machen.
Und ja, das wollte ich dann mal testen, weil ich finde ja auch mal andere Perspektiven ganz schön. Werde ich also unterwegs, hoffe ich, noch Zeit haben, mal zu testen. Und dann habe ich hier noch ein Gimbal. Ich werde natürlich von beiden Artikeln, werde ich euch ein entsprechendes Bild aus dem Internet dabei reinstellen, dann könnt ihr das noch besser sehen. So viel, so weit. Ich will es mal hier in die Hand nehmen, dass man es sehen kann. Nennt sich Telesin und ist also ein Gimbal, der es zum Beispiel Handys ermöglicht, weil Handys haben ja keine Folgemir-Funktion oder so einen Selfie-Folgemodus, Gesichtsverfolgungsmodus. Und dieses Teil hier, da kann man dann zum Beispiel Handys oder Actioncams drauf tun, die keine Gesichtsverfolgung haben, keine automatische oder die es eben nicht so können oder unterstützen. Werde ich also unterwegs auch mal testen. So, jetzt wird es mir aber richtig warm hier, muss ich sagen. Ja, es sollen heute so roundabout 20 Grad plus minus werden. Und ich glaube, gefühlt, ich schwitze schon richtig. Wird das auch so der Fall sein? Ja, das soll es jetzt erstmal von hier aus gewesen sein. Ihr dürft also gespannt sein, wie gesagt, hier auf die zwei Artikel, diesen Gurt, wo man hinten eine Stange dran machen kann und dann andere Sichtperspektiven hat und hier eben diesen Gimbal zur automatischen Verfolgung. Da ist übrigens eine Kamera drin. Okay, so, also auf geht's. Hallo alle zusammen, jetzt hier auch noch mal vom PC-Schneidetisch aus. Ihr seht, ich bin jetzt an der Uferpromenade lang gefahren und hier das letzte Stück muss ich schieben. Ich bin hier auch an der Frittenküche angekommen. Ihr seht, Schale Pommes frites und die habe ich mir gegönnt. Hier ein Foto von der sogenannten Thomasbirne auf der Kulturinsel. Und jetzt hier muss ich wieder schieben. Ich habe das Ganze dann beim Schieben im Zeitraffer-Modus gemacht, hier an der Hafen, Promenade. Und ihr seht hier Fußgängerzone rechts das Schild. Und jetzt geht es weiter Richtung Nordosten sozusagen. Beziehungsweise ich muss jetzt erstmal eine kleine Umfahrung machen, weil ich eine Bahntrasse versuche zu erreichen, die so im Norden des Phönixsees, eigentlich so in der nördlichen Mitte des Phönixsees beginnt. Ja, aber hier nochmal ein Blick runter auf den Phönixsee. Hier hätte ich eigentlich von da unten, von der Radstrecke aus hochschieben können. Ihr seht, auf Weinstöcke scheinen das hier zu sein. Das wäre aber im Zickzack hier raufgegangen und ich glaube, das habe ich ganz gut gemacht, dass ich es umfahren habe. Ja, hier der Beginn, glaube ich, einer ehemaligen Bahntrasse. Zechenbahn, Kohlenbahn, whatever, wie auch immer das früher genannt wurde oder was es war, keine Ahnung. Da werde ich jetzt ein Stückchen eine, wie gesagt, ehemalige Bahntrasse fahren. Und dann werde ich auch wieder abbiegen müssen. Das ist dann hier an der B236. Da stoße ich gleich drauf und da muss ich dann irgendwie wieder die. Ich nehme mal an, dass das auch ein Abzweig von dieser Bahntrasse hier war. Es gab ja sehr viele Kohlenbahnen oder Zechenbahnen
eben halt hier im Ruhrgebiet, das ist ja voll davon. Wie gesagt, hier bin ich jetzt abgefahren, musste jetzt wechseln. Wahrscheinlich ging das früher mal original davon eigentlich weiter. Hier jetzt übrigens bin ich gerade unter der B236 drunter hergeradelt. Und jetzt bin ich hier auch auf dem Weg zu der nächsten Bahntrasse. Ja, ich, wie gesagt, ihr seht, das sieht jetzt schon sehr schön aus. Was mich allerdings wundert, ist, dass noch nicht so viel hier ist. Gerade mal oben am oberen Bildrand so ein bisschen rötlicheres Laub zu sehen. Es liegt auch schon viel Laub, aber was ich so ein bisschen vermisse dieses Jahr, ist eigentlich doch so die typische Laubverfärbung von den Farben grün, gelb, braun. Also irgendwie fehlt mir da noch was. Naja, vielleicht kommt das noch. Ja, hier so ein Stück auf der ehemaligen Bahntrasse, einer anderen Kohlenbahn, Zechenbahn, whatever. Hier der Blick dann rechts in irgendeine Straße von dem Brückchen hier runter. Ich fand das Gelände auch übrigens sehr schön. Ja, und weiter geht's jetzt gleich zu meinem ersten Standort, wo ich euch dann das erste Produkt jetzt vorstelle. Aber zuerst noch mal so ein kleiner Mitschnitt, wie ich denn meine Live-Videos so mache. Das könnt ihr jetzt gleich sehen. Genau, in die Richtung da hinten muss ich gleich noch radeln. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ist nur eine kleine Tour von roundabout 30 Kilometer. So, hallo. Ich habe jetzt mal diesen Brustgurt hier, den ich hier unten habe. Ich hoffe, man sieht das. Den habe ich jetzt mal umgemacht und ich hoffe, man kann das jetzt mal so ein bisschen hier hinter mir sehen. Ich versuche das jetzt mal so zu fühlen. Genau, hier hinten, da müsste jetzt die Stange sein. Und ja, ich versuche jetzt mal hier das Mikrofon anzuschalten. Also man müsste das jetzt hier so hinter mir sehen können. Okay, ja, ich versuche mich jetzt mal rumzudrehen. So, ihr seht jetzt hier den Gurt hinten am Rücken. Der ist jetzt am Bauch fest und ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Hier ist die Stange. Die kann man dann ausziehen. Das ist natürlich eine Teleskopstange. Kann man rein und raus machen. Und ja, ich hoffe, ihr konntet das so ein bisschen sehen. Genau, da oben drauf habe ich jetzt die Fimi Palm Pro 2 drauf und die kann ich dann hier auf dem Lenker, da kann ich das Signal hier auf dem Handy-Display sehen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt so ein bisschen besser. Genau, das ist jetzt hier das Signal, was ich jetzt oben hinten über dem Kopf habe. Und hier rechts unten in der Ecke, das kann man sehr schlecht sehen, da ist eigentlich so ein Kreuz und damit kann ich die Kamera oben steuern und bedienen. Ich hoffe, ihr seht das so ein bisschen. Genau, und damit stelle ich die dann ein. Genau, das kann ich dann auch von unterwegs machen und den Blickwinkel einstellen. So, ja, das wollte ich euch schon mal zeigen, wie das funktioniert. Und jetzt werden wir das unterwegs testen. So, ich habe jetzt die Kamera, hier der Blickwinkel von der Fimi und der Hüftstange nach hinten, hier wieder nach vorne mit der DJ, hier wieder nach hinten gerichtet mit der Stange, mit der Fimi drauf, hier wieder mit der DJ Pocket 2 nach vorne. Das Ganze wechselt ich dann immer mal. Das könnt ihr ja auch unten eingeblendet sehen, was gerade zu sehen ist. Hier jetzt wieder die Fimi Palm 2 Pro. Ihr seht das immer mit dem Hut ganz unten. Das ist dann die Perspektive von der Fimi. Und jetzt ist das der Ton mit der DJ. Ich habe jetzt hier mal nur die Tonarten gewechselt. Also ich habe jetzt die Fimi mal laufen lassen. Jetzt ist der Ton hier von der Fimi. Ihr hört so ein bisschen mehr Windgeräusche. Dazu muss ich jetzt allerdings sagen, dass ich an der DJ, die ich vor der linken Brust habe, natürlich da ein richtig dickes Puschel
Überzug drüber habe über das externe Mikrofon. Also nur mal das jetzt so als Unterschied, damit ihr da auch mal merkt, was man da alles so machen kann. So, jetzt kommt der Bild von der DJ und der Ton von der DJ. Um mal jetzt die Bildqualität. Ich finde, das ist jetzt von der Fimi und der Ton. Also es wird jetzt immer Ton, Bild und Ton gewechselt zwischen den beiden Kameras. Und ich finde, das ist meine ganz persönliche Meinung. Ihr seht das, vielleicht fällt es euch auch so ein bisschen auf. Ich finde, dass die DJ doch ein bisschen bessere Qualität hat. Ich muss dazu sagen, dass ich die Fimi sogar mit 4K aufgenommen habe. Allerdings die kann nur leider maximal 30 Frames pro Sekunde. Während da die DJ Pocket 2 und ich glaube auch die 1 kann das. Ich habe die beide ja. Die können sogar in 4K, können die sogar 60 Frames aufnehmen. Aber ich will es jetzt nicht beschwören. So, ich finde immer, bei der Fimi ist so ein bisschen, die Randzonen im Bild verwaschen. Ist meine ganz persönliche Meinung. Das meine ich, sehe ich so bei der DJ Pocket nicht so. So, ich bin jetzt hier, der Test ist jetzt auch zu Ende mit den beiden Kameras und dem Hüftgurt, wo man, wie gesagt, die Stange oben drauf machen kann. Ich bin jetzt hier schon in Applerbeck, heißt das, glaube ich, hier von Dortmund, muss da jetzt auch durchfahren. In der Zwischenzeit erzähle ich noch so ein bisschen was über die Kamera. Wie gesagt, der Test ist jetzt erstmal soweit zu Ende. Was ich da allerdings sicher auch noch mal ausprobieren werde mit der Fimi, die hat nämlich einen normalen Klinkenstecker dran, also so ein 2,5 mm ist das, glaube ich, Stereo-Klinkenbuchse, was ich sehr gut finde. Da kann man also direkt auch ein Mikrofon reinstecken, genauso bei der DJ Pocket 2, wenn man unten das Wi-Fi-Modul dran hat, da ist nämlich dann auch ein Adapterbuchse dran an der DJ Pocket 2 mit diesem Erweiterungsmodul unten dran, was man einfach dran stecken kann. Dann kann man da auch per Klinkenbuchse auch ein externes Mikrofon anschließen. Also ich muss sagen, klar, ich finde, die Fimi hat nicht ganz die Brillanz, die DJ mitbringt. Woran das jetzt liegt, ob das jetzt an dem eingebauten Sensorchip liegt oder ob das jetzt eine Softwaregeschichte ist. Was ich allerdings gut finde, war der Ton. Ich habe da so kleine Puschels draufgeklebt auf den Mikrofonlöchern von der Fimi. Und dafür muss ich sagen, war das vorhin schon echt richtig toll, gut vom Ton. Ich bin ja richtig schnell gefahren, also so gut, so schnell ich konnte mit Motorunterstützung 25 km/h. Und dafür fand ich mit den eingebauten Mikrofonen, das übrigens auch Stereo ist, die Windgeräusche nicht sehr groß, also nicht sehr, also dass da sehr viele so dieses Rauschen, Windgeräusche dabei waren. Das hatte ich mit der, das kann man mit der DJ Pocket, glaube ich, auch. Wenn man weiß, wo die Löcher sind, kann man das. Ich habe das, wie gesagt, mit Uhu da ein bisschen draufgeklebt, weil diese Selbstklebe Pads da für die Mikrofone nicht sehr hilfreich sind. Mal schauen, ob ich es euch vielleicht im nächsten Video auch noch mal zeige, was ich da. Ich werde ja noch ein paar Tests machen mit der Fimi, Fimi Palm 2 Pro übrigens. Ne? Da muss man, glaube ich, auch aufpassen wegen der Version. Ja, und wir schauen mal. Ne? Ich werde da noch bestimmt mal noch einige andere Aufnahmen machen. Was ich allerdings, glaube ich, nicht machen werde, also mit diesem Hüftgurt und der Stange hinten drauf, das hat mir jetzt so von der Perspektive keinen so großen Unterschied gebracht, was ich jetzt so hier sehen konnte vorhin im direkten Vergleich. Man könnte da eine rückwärtige Kamera noch Perspektive machen. Das ist sicher vielleicht auch mal ganz interessant. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt hier schon durch Dortmund, Applerbeck ist das, glaube ich, durchgeradelt und wechsle jetzt hier auch schon
wieder mal auf so ein, auf so eine ehemalige kurze Bahntrasse hier. Ja, das ist jetzt, glaube ich, auch schon Dortmund-Wickede oder was auch immer. Auf jeden Fall geht es hier auch so ein bisschen rund um diesen Flughafen hier von Dortmund. Ja, und von daher ist das eigentlich ein Rundkurs zwischen dem Phoenixsee, von da aus Richtung Osten über Aplerbeck, Sölde und bis nach Holzwickede, wo ich dann quasi ja, eigentlich noch ein bisschen nördlich, also hier Unnamassen, Wickede, genau. Dortmund-Wickede und dann über Unnamassen und dann wieder runter Richtung ja, jetzt bin ich hier gerade Unnamassen. Ihr seht, das ist jetzt ein Weg, also nach dem Schild muss man hier schieben, was ich natürlich gemacht habe, selbstverständlich. War eine kleine Abkürzung. Aber ihr seht, ne, ich hoffe, ihr habt auch im Video so ein bisschen geschaut. Die Wege sind überwiegend sehr schön, ne, weil es ehemalige Bahntrassen sind oder wie hier eben halt viel Nebenstraßen. Ihr kennt mich ja. Gut, klar, natürlich muss man auch mal hier und da die ein oder andere Straße oder Kreuzung queren, aber so what, ne, das hält sich alles im Ganzen. Ja, hier links, weiß ich nicht, ob das Kartoffeln waren, es blühte irgendwie. Ich nehme mal an, dass das Kartoffeln waren. Vielleicht eine späte Sorte, ich weiß es nicht. Ja, und leider hatte ich jetzt hier unterwegs auch mit dem, ich habe ja so ein externes Sony-Mikrofon, was also direkt eine Klinkenstecker da dran hat. Das stöpsel ich immer ein, beziehungsweise habe das dann mit so einem Clip vorne an der Brust fest, mit einem riesengroßen Gepuschel, wie ich finde, dran. Aber ihr hört ja, ne? Also ich finde, die Windgeräusche sind wirklich fast null. Also die sind null bei so einem Wetter. Heute war es nämlich sehr windstill. Und ich bin ziemlich schnell gefahren, also bei 25 km/h sozusagen Wind. Geschwindigkeit, denn so schnell wie ich fahre und ohne Gegenwind und wenn es windstill ist, ist es ja logischerweise 25 km/h Windgeschwindigkeit und da hört man einfach nichts, ne? Also gut, es werden natürlich auch wieder noch Touren, die ich machen werde, versuche ja auch den Winter über durchzufahren, entsprechend wird es auch wahrscheinlich mal wieder noch windigere Tage geben. Aber ihr werdet ja auch in den letzteren Videos schon gemerkt haben, dass ich da sehr viel dran getan habe, beziehungsweise mit diesem Mikrofon sehr zufrieden bin. Das stöpsel ich immer separat ein, weil das eingebaute Mikrofon an der DJ Pocket 2 auch an der 1 ohne einen Windschutz über die Kamera drüber zu machen, das führt zu doch erheblichen Windgeräuschen. Ja, ich bin jetzt hier schon in Holzwickede angekommen. Ihr seht hier, dass es hier Montanhydraulik oder ja, was, weiß nicht, da steht im Internet dran, dass das, dass die wohl reparieren und jetzt fahre ich hier auch ein Stückchen durch Holzwickede durch. Man kann sagen, geradeaus nördlich von Holzwickede, wo ich jetzt in etwa bin, von der Entfernung her ist das gerade bis zu dem Flugplatz, Flughafen Dortmund, nur roundabout 1,5 Kilometer Luftlinie. Ja, man muss jetzt hier natürlich sich ein bisschen durch Holzwickede quälen. Das ist jetzt leider der Tour geschuldet. Gut, ihr wisst ja, solange es Radwege gibt, und die gibt es hier, ne, sie sind hier Gott sei Dank vertreten. Also ihr seht jetzt hier rechts auch wieder das Schild. Und also ich achte da schon drauf. Ich habe allerdings hier eine kleine, ich suche ja immer nach Schleichwegmöglichkeiten, die habe ich gefunden hier für roundabout 400 Meter geht es jetzt hier durch eine Gartensiedlung. Da war jetzt auch kein Verbotsschild, dass da jetzt stand, Fahrradfahren verboten. Also habe ich das auch genutzt.
Ich bin ja froh für jedes Stückchen, für jeden halben Kilometer und mehr natürlich, wo ich nicht irgendwie, hier wäre ich jetzt eigentlich von links gekommen auf dieser Straße. Gut, jetzt war hier, trotzdem es hier Freitag ist, nicht sehr viel los. Ja, hier links wäre es zur Emscher-Quelle gegangen, war eigentlich auch nur gut mal 2 Minuten mit dem Fahrrad weg gewesen. Und hier rechts, da war mal ein Schild, original, ich habe das wirklich hier in Google Maps Street View geguckt und gesehen, da war eigentlich mal drunter ein Zusatzschild, dass das hier rechts ein Fahrradweg gewesen ist. Ja, wunderbarer Himmel, es wird nämlich, geht jetzt schon stark auf 18 Uhr zu und nach unserer Sommerzeit hier in Europa geht jetzt um die Jahreszeit hier Mitte Oktober dann schon, wird es schon langsam dunkel und ja, und wenn man Glück hat, ne, dann gibt es halt auch mal so einen schönen, tollen Abendhimmel. Ja, hier quere ich jetzt auch noch mal die Bahnstrecke und was ich so ein bisschen schade fand, ne, wie gesagt, man musste hier auf so einer Landstraßenstückchen, hier ist nämlich der Beginn des eigentlichen, wie ich finde, Emscher Uferradwegs, also wo er wirklich hier jetzt ab hier finde ich wirklich, hier links ist nämlich jetzt eigentlich die Emscher, das ist ja noch ein kleines Rinnsal, ein kleines Bächlein, könnte man sagen, längs geht und ab hier finde ich, ja, hat man also mehr oder weniger doch gut die Möglichkeit, immer rechts oder links neben der Emscher lang zu radeln. Von daher fand ich das jetzt hier ganz schön, aber um eben hier hinzukommen, ja, war es also jetzt durch Holzweg ein bisschen beschwerlich. Gut, jetzt machen wir hier den nächsten Test. Der steht jetzt an hier mit diesem, genau, mit diesem Gimbal. Ja, ihr habt sicher gerade auch hören können. Also, wenn man da eine Kamera drauf macht, dann ist das recht laut. Und ihr habt gerade zuletzt die Szene gesehen, wenn ich weiter weg an dem Stativ mit dem Gimbal mit der Kamera drauf vorbeifahre, dann schwenkt der auch nicht mehr mit. Ich hab das zu Hause ausprobiert, in aller Ruhe, auf einem Garagenhof. Und ich habe festgestellt, also wenn ich nicht direkt auf der Höhe des Gimbals bin, während er mir, also beim Vorbeigehen oder Laufen, nicht mindestens nicht weiter weg als 2,5 Meter bin, so grobe Schätzung, dann reagiert er nicht. Ne? Also in dem Vorbeifahren, klar, ist man am Anfang weiter weg, man nähert sich ja, da bleibt er quasi ja noch auf einen ausgerichtet mit der Kamera. Aber man muss, wenn man da drauf zufährt, wirklich gucken, dass man nicht weiter weg ist als 2,5 Meter, damit der auch wirklich schwenken kann. Und ihr habt ja gehört, wenn ihr eine Kamera mit Ton habt, das Geräusch ist nicht gerade sehr prickelnd, ne? Also mit diesem von dem Motor. Naja, also da werde ich auch sicher noch ein bisschen probieren. Also ich fand das ganz gut, warum das jetzt auch nicht direkt mit der Nachführung auf Höhe der Kamera war. Das liegt so ein bisschen, ich hatte die Fimi Palm 2 drauf und die hat ja selber einen 3-Achsen-Gimbal und der zieht halt immer so ein bisschen zeitverzögert nach. Ich werde das Ganze auch nochmal mit einer GoPro machen, die hat das Problem nämlich nicht, weil die hat ja keinen 3-Achs-Gimbal eingebaut in der Kamera und da dürfte das dann wirklich auch zeitnah, wirklich parallel, dürfte ich dann auch im Vorbeifahren immer voll im Blickfeld der Kamera sein. Ja, ihr seht hier übrigens im Video noch, ne, das ist jetzt der Emscher Radweg mit der blauen Tafel. Hier rechts mal wieder die Emscher und ich fand es also so ein bisschen schade. Gut, das lässt sich hier natürlich im Ruhrgebiet, wo es dicht besiedelt ist, nicht immer ganz so machen. Also ich fand jetzt, hier waren immer sehr viele Querstraßen, die einen queren. Hier schon wieder die nächste Querung. Gut, das war jetzt mal ein Weg, da kann man da mal durchfahren.
Aber im Großen und Ganzen, also fand ich hier jetzt den Emscher Weg nicht ganz so toll. Okay, das ist jetzt vielleicht Stöhnen auf hohem Niveau. Ihr seht, ne, man hat sich ja hier bemüht, auch eine Kennzeichnung auf dem Asphalt aufzumalen und die Wegführung gut kenntlich zu machen. Aber ich will mal so sagen, ich bin also auch immer ganz froh gewesen, dass ich mein Komoot auf dem Handy mit dabei hatte. Und ja, also wie gesagt, ab Holzwickede, da wo ich eingestiegen bin auf den Emscher Radweg, war es also wirklich ganz gut ab dort. Ja, jetzt bin ich hier wieder in Dortmund-Applerbeck. Das ist jetzt hier der Marktplatz. Nicht weit von hier ist jetzt auch eigentlich ein Bahnhof. Kann man auch mal, wenn man den Emscher Weg mal auf längere Strecke machen möchte, kann man hier auch ganz gut mit dem Zug hinfahren. Und der ist übrigens, glaube ich, sogar barrierefrei und kann dann die Tour von hier aus starten. Ihr seht, das ist jetzt hier auch ganz gut idyllisch. Also ist ganz schön gemacht. Gut, man muss hier so ein bisschen hier um die Kurven und über kleine Brückchen. Und dann kommt man hier am Schlösschen, kommt man dann raus. Muss mal gerade gucken. Das nennt sich Wasserschloss Haus Rodenberg. So wie ich gesehen habe oder vermutet habe, war da glaube ich auch mal so ein bisschen Außengastronomie. Aber ihr seht ja hier gerade vor Kopf, geradeaus ist dann auch eine Gastro. Also von daher wird man da auch gut versorgt. Und hier jetzt mal der Blick auf das Schlösschen. Gerade bimmelt auch die Glocke. Ich glaube, es ist jetzt auch gerade genau 18 Uhr. Und ja, ihr seht, ne, der Teich da im Vordergrund, spiegelt sich das schön. Ja. Ja, und hier links ist dann auch eine Ausflugs- oder beziehungsweise eine Gastronomie. Da kann man auch draußen sitzen, haben also auch Gartenstühle da draußen und Tische. Nennt sich Rodenberg 1770, die Gastronomie da. Ja, und wer da möchte, kann sich dann da auch verköstigen. Ja, ich radel jetzt hier weiter, mache jetzt hier, weil die Emscher jetzt hier so ein bisschen einen kleinen Bogen macht, immer der Emscher auch wirklich nach. Das ist hier die Fältchenbahnbrücke. Ich sage ja, im Ruhrgebiet gab es also sehr viele ehemalige Bahntrassen, nicht nur mit Personenverkehr, Kohlen und Stahl und irgendwelche heißen stahlgekochten Sachen wurden da hin und her gefahren, teilweise mit der Bahn. Von daher gibt es hier immer mal irgendwelche Brückchen und Teilstücke von, das geht so alles so ein bisschen nahtlos ineinander über, von Bahntrassen etc. Ja, man hat, wie gesagt, die Emscher renaturisiert, ob man das jetzt hier, wird das glaube ich auch ein Stück weit gemacht worden sein, wenn ich das jetzt hier so auf einer Karte sehe. Und ja, und im großen Stil dann auch weiter flussabwärts. Ihr seht, diese Pfähle da, die sind dann blau mit weißen Pfeilen drauf und das ist wohl dann so das Symbol, dass das hier eben dieser Emscher Radweg ist. Ja, und eigentlich geht das auch durch Dortmund mittendurch relativ ganz gut. Ich bin ab Dortmund auch schon mal den Weg flussabwärts geradelt. Und ja, man hat da sehr viel getan und gemacht. Ja, ich hoffe, das Türchen hat euch soweit gefallen. Und es war ja nur eine kleine Runde mit Tests von Gimbal und diesem Hüftgurt. Und ja, hier noch ein Stückchen schönen Sonnenuntergang. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst und ein Abo natürlich da lasst.
Übrigens habe ich gleich noch einen Regenbogentollen gesehen. Den seht ihr jetzt gleich. Hier ist er, da am Himmel, am blauen Himmel. Ich sag Dankeschön fürs Zugucken, winke, winke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.